Heute habe ich das Vergnügen, den Eclipse Cross mal so richtig zu testen. Dazu habe ich mir eine tolle Bergstraße ausgesucht und da werde ich jetzt mal so richtig Gas geben. Am besten gefällt ist, dass der Wagen immer noch sehr geländetauglich ist. Wir haben immer noch Allrad und dieses Mal ein intelligentes Allrad. Das merkt also auch, wenn die Räder Schlupf haben und schaltet dazu, je nach Bedarf. Und das ist natürlich perfekt. Außerdem habe ich auch noch ein paar Stufen. Ich kann also auch noch auf Gravel stellen, was für mich natürlich wichtig ist. Überrascht hat mich auch die Motorleistung, der geht richtig gut und das, obwohl es ja ein relativ kleiner Motor ist, aber der Turbo, der reißt es dann so richtig raus. Macht echt Spaß. Ganz toll finde ich übrigens auch dieses Head-Up-Display, das fährt dann da vorne raus. Und dann hat man die wichtigsten Informationen und muss also nicht mehr hier runter gucken, was sehr praktisch ist. Und wenn ich das gehabt hätte schon zu meiner Rallye-Zeit, das wäre echt super gewesen. Weil dann hätte ich nicht immer auf das Roadbook von meiner Beifahrerin spicken müssen. Für mich hat der Eclipse Cross alles, was ein gutes Auto braucht. Er sieht sehr elegant aus, liegt sicher auf der Straße, fährt sich extrem sportlich und ist auch fürs Gelände noch sehr gut ausgerüstet. Das kontrollierte Allradsystem hilft einem sicher auch im Winter oder bei sehr glatten oder nassen Bedingungen.